Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wochenausblick von DAX Profits. Ja, kommen wir gleich zum DAX und ja, eigentlich seit Wochen unverändert das Bild. Das Blaue hier ist ein möglicher Korrekturkanal, der sich hier gebildet hat. Das ist kein dramatisches Muster, aber das sieht nicht so aus, als wäre die Korrektur schon fertig. Das zum einen. Zum anderen habe ich hier mal solche grünen Unterstützungslinien eingezeichnet. Die erste, die galt noch im Januar, die wurde nach unten gebrochen. Da ging es eine Etage tiefer. Jetzt hat sich eine zweite herausgebildet. Unterkante ist 7560 Punkte. Ausgehend von der starten immer wieder Zwischenerholung und zwar sehr volatile, schwer handelbare Erholung und Abverkäufe mit großen Kurslügen, die auch den ganzen Tag über offen bleiben. Trotzdem geht es in der Summe nur seitwärts. Um hier mal eine Prognose zu machen, und die ist in solchen Korrekturphasen, zumindest im kurzfristigen Bereich, sehr schwierig. Das Folgende: Wenn der DAX auf ein neues Jahreshoch ausbricht, dann geht die Rallye weiter, fällt er unter 7560 Punkte, dann ist 7400, 7300 und 7000 das nächste Korrekturziel, wobei es nicht so tief gehen muss, wenn diese untere Korrekturlinie hält, diese untere Auffanglinie. Also beim DAX, zumindest auf Sicht der nächsten Wochen, ist momentan keine wirklich forcierte Aussage möglich. Momentan pendelt er um die 50-Tage-Linie, die langsam weiter abflacht. Noch zeigt sie nicht nach unten. Das heißt, diese ganze Korrektur kann auch jeden Tag enden und es kann auf ein neues Hoch gehen. Es kann aber ebenso gut passieren, aufgrund irgendwelcher Ereignisse, vielleicht, was weiß ich, Budgetstreit USA, morgen treten die automatischen Ausgabenkürzungen in Kraft, dass es da wieder zu einer kleinen Mini-Panik kommt und wir einfach wieder so eine Etage tiefer rutschen, wie das jetzt schon zweimal der Fall gewesen ist. Und dann würden sich die Kurse eben unterhalb von 7600 Punkte erst einmal etablieren. Solange hier kein wirklicher Verkaufsdruck aufkommt, ist das Ganze nicht wirklich dramatisch, aber die Lage kann sich auch jederzeit wieder ändern. Mit Blick auf die Stimmung hat sich die ganze Euphorie noch nicht wirklich so abgebaut, dass man schon von zwingenden Käufen sprechen kann. Und Sie sehen es auch an in die Indikatoren, die laufen im mittleren Bereich seitwärts. Also wir sind von überverkauften Zuständen, auch von leicht überverkauften Zuständen, noch ziemlich weit entfernt. Sollte es also auf ein neues Hochgehen und die Rallye weitergehen, dann wird es wahrscheinlich eine sehr volatile und eher schwache Geschichte wären. Um aber ein Gefühl für den Markt in den kommenden Wochen zu kriegen, sollten wir uns mal den US-Markt anschauen. S&P 500 habe ich Ihnen mitgebracht. Ich sage es Ihnen gleich, ein sehr gemischtes Bild. Dieser Aufwärtstrendkanal seit Mitte November ist gerade so noch intakt. Der wurde gestern verteidigt. Es gab einen kräftigen Abpraller nach oben. Gleichzeitig wurde diese potenzielle Schulterkopf-Schulterwende-Formation wieder abgebrochen, sodass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, dass das Ganze hier eine Bärenfalle war. Dieser kurze Ausflug unter die Nackenlinie. Und dass es direkt auf neue Hochs geht. S&P 500 sieht also leicht bullisch aus, allerdings muss die 1525er-Marke nach oben geknackt werden. Zwingend muss diese grüne Aufwärtstrendlinie verteidigt werden, denn wenn das nicht der Fall ist, sehen wir erst einmal ziemlich kräftige Abverkäufe. So, das ist das kurzfristige Bild. Wenn wir uns den Index mal längerfristig anschauen, weg vom Stundenchart hinein in den Monatschart, dann sehen Sie, der stößt momentan an das obere Bollinger Band an. Und das ist doch ein ziemlich heftiger Widerstand, hat im letzten Jahr vor allen Dingen auch immer wieder Korrekturen ausgelöst, die bis zur Mitte des Bollinger Bandes gingen, aktuell bei 1350 Punkten.
Könnten wir also davon ausgehen, dass eine Korrektur von 160, 170 Punkten nicht ganz unwahrscheinlich ist. Die muss nicht sofort kommen. Der Index kann auch an diesem Bollinger-Band entlang noch sich noch etwas hinaufhangeln. Aber je länger das dauert, umso größer die Gefahr, dass die nächste Korrektur dann eben doch etwas ausschweifender wird. Sie sehen auch hier im Monatsindikator, da ist kaum noch Aufwärtsdruck dabei. Da reicht ein schlechter Monat, um hier ein Verkaufssignal zu machen. Noch allerdings sehen wir auch von den Monatskerzenmustern nichts, was auf eine Trendumkehr nach unten oder auf eine stärkere Korrektur hinweist. Das sehen wir, wie gesagt, nur ansatzweise im Stundenchart. Und da wird vermutlich heute die Entscheidung fallen, ob die 1525 nach oben geknackt wird und dann geht es weiter mit der Rallye oder ob der Index genau hier scheitert und dann geht es in eine steilere Korrektur. Also wahrscheinlich heute und morgen ganz wichtige Handelstage für den US-Markt. Nasdaq-Index sieht übrigens nicht ganz so gut aus. Da ist jeder kurzfristige Aufwärtstrend gebrochen. Auch gestern wieder interessant gewesen, dass der Index genau an dieser 50-Stunden-Linie gescheitert ist. Verzeihung. Und dort eine potenzielle Umkehrkerze hinterlassen hat. Es könnte also sein, dass wir nach einem positiven Handel bei den Futures dann doch in eine neue Korrekturwelle abgleiten. Vielleicht noch ein Blick auf den Euro-Stoxx. Das ist natürlich ein sehr interessantes Muster, jetzt gerade für die nächsten Wochen. Wir hatten hier im Januar diesen bullischen Fehlausbruch nach oben, danach einen relativ heftigen Einbruch. Jetzt hat sich auch hier so ein Korrekturkanal herausgebildet. Eurostoxx ist relativ schwach mit einem Sprung über die 2700er Marke könnte er seine Korrektur beenden. Allerdings sieht mir das Ganze vom Muster her noch sehr unfertig aus, so dass ich denke, dass die 2400er, 2450er Marke noch angesteuert werden wird, bevor wir wieder über nachhaltiges Aufwärtspotenzial diskutieren können. Aber auch hier sehen Sie nur eine untergeordnete Korrektur bisher im intakten Aufwärtstrend. Das heißt, wenn man es zusammenfasst, die nächsten ja, vielleicht 4 bis 8 Wochen noch schwach, dann die nächste Rallye-Stufe nach oben. So ähnlich könnte ich mir das für den DAX vorstellen. Allerdings sieht mir der S&P 500 schon wieder danach aus, einen neuen Ausbruchsversuch nach oben zu starten. Wenn der erfolgreich verläuft, dann dürften auch DAX und Euro-Stoxx mit hochgezogen werden. Wie lange ist natürlich die Frage. Beim Euro-Stoxx könnte nach 100 Punkten schon Schluss sein, beim DAX ebenfalls. Das bleibt dann abzuwarten, ob wir beim Euro-Stoxx die 2700 knacken und beim DAX ein neues Jahreshoch erreichen. Das wären dann Anschlusskaufsignale. Also letzten Endes bleibt es dennoch schwierig, gerade für die nächsten Wochen Prognosen zu tätigen mit diesen sehr volatilen und ziemlich von Kurslücken gespickten Mustern. Ich denke, bevor Sie sich positionieren sollten, sollten Sie einfach mal wieder eine eindeutige Trendrichtung abwarten oder zumindest eine eindeutige Stimmungsbereinigung, damit Ihr Trade auch eine erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Mit diesen Worten möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen ein glückliches Händchen bei Ihren Trades. Bis zum nächsten Mal, Ihr Henrik Vogt.